Willkommen zum Ersteindruck von Devil Daggers. Dieses Spiel befindet sich, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, in einem Humble Bundle, das man wirklich sehr, sehr günstig bekommen kann. Und von dem, was ich in der Vergangenheit gehört habe, ist es ein Spiel, das angeblich sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr knackig sein soll. Und dementsprechend habe ich mir das mal geholt und ich würde sagen, wir gucken uns das gemeinsam an. Bevor wir aber natürlich beginnen, wie immer gucken in das Optionsmenü und... Das geht meines Erachtens in Ordnung. Ist auch sehr interessant, wirklich, dass man FOV anpassen kann und das geht bis 120 hoch. Das geht in Ordnung. Sound geht in Ordnung. Look, Speed, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, kann ich so aus dem FF nicht sagen, einfach weil ich das Spiel bisher noch nicht gespielt habe. Ansonsten Keyboard Configurations gucken wir uns schnell mal an. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass die Font nicht so einfach zu 100% zu lesen ist, aber weil dieser Fade Down irgendwie da ist, man halt nicht hundertprozentig alles lesen kann. Auf jeden Fall WSAD, Rapid Tap for Shot ist 1, oder Maus 1, linke Maustaste, Homing ist rechte. Wir haben Jump, wir haben Toggle HUD, das ist auch eine interessante Sache, sowie Quick Restart und Replay-Funktion. Also das ist eine durchaus interessante Sache. Das ist so eine Art Arena-Shooter, wenn man es so nennen darf. Und man kann das scheinbar... sich dann stets angucken, wie das Ganze abgelaufen ist. Also das finde ich zum Beispiel eine durchaus interessante Sache. Mal gucken, ob wir dazu irgendwie kommen, uns ein gescheites Replay am Ende nochmal anzugucken. Okay. Play. So. Das ist das Spiel. Es sieht wirklich aus wie vor mindestens jetzt 20 oder 30 Jahren. Wir haben vermutlich jetzt ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten. Wir müssen das Schwert aufheben, um das Ganze zu beginnen. Und ich würde ganz kurz einfach mal so ein bisschen gucken. Maus ist relativ zügig von der Bewegung. Und ich kann nichts mit linker oder rechter Maustaste machen, während ich scheinbar nicht dieses Schwert oder diesen Dagger logischerweise in der Hand halte. Alright. Let's go. Aus der Dunkelheit, da kommen sie her. Und... Ah, wir können das Ganze scheinbar so gedrückt halten. Ich war nämlich schon so leicht verwirrt von der Schuss, von dem Pattern, dass das Zeug da rausdrückt. Denn, genau, das war, wenn man nur so... Ah, einzeln ist wirklich also eine reine Shotgun, die aber halt nicht... Oh, ich glaube, da kann man runterplumpsen. Oi boy, oi boy. Ja, da kommt Valigo, Halloa. Und... Tot. Und tot. Das ging ein Ticken schnell. Also das... Kann man schon nach den ersten zwei Minuten sagen, scheint ein Spiel zu sein, wo man einfach damit leben muss, dass man am Anfang vielleicht nicht wirklich gut da drin ist. Natürlich sollte man gucken, dass man so schnell es geht, vermutlich hier diese Spawner kaputt macht, damit die gerade eben nicht einen unendlich lang damit zuäumeln und logischerweise halt die Masse einem dann nicht irgendwann Probleme bereitet. Und bisher ist... Also es ist nicht selbstverständlich. Ansonsten rechte Maustaste ist irgendwie New Highs. Gore. Holy moly, also, das ist extremst bösartig. So, meine Frage ist, was musste man jetzt drücken? Also da ist ein bisschen schade, da man scheinbar jetzt komplett rausgehen muss. Was müsste man machen? Toggle Replay Views M. Ich dachte, das hätte ich gedrückt. Reset Speed. Und dann haben wir Command Punkt. Toggle View. Ich denke, das werden wir auch gleich nochmal ganz kurz testen. Und zwar als alles, was ist die Taste mit dem HUD? Denn zum Beispiel Tab drücke ich jetzt und da passiert nicht viel. Und M ist auch nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken, wenn ich nochmal drauf gehe oder ähnliches. Achso, man kann hier zum Beispiel die Sachen ausschalten, dass man zum Beispiel nicht sieht, wie lange man schon lebt oder wie viele Punkte man irgendwie hat. Das Punkte? 31? Nö. Keine Ahnung, was die Sache jetzt genau sagt. Vielleicht ist das die... Nee, ist auch nicht die Frame. Bei Frame ist bei 240, was ich auch so ein bisschen bei so einem Spiel erwartet habe. Oder hätte. Okay, also, was ich schon mal so aus dem ersten... paar Versuchen jetzt sagen kann, ist, dass man unbedingt dafür sorgen sollte, dass das allererste Vieh dann doch relativ zügig drauf geht, damit die Viecher halt nicht unendlich lang spawnen können. Was aber so das scheinbar das der Fall ist, dass man die Dinger relativ schnell kaputt machen kann, solange man auf das rote, diesen roten Punkt schießen kann. Ansonsten hier kommen so einiges an Zeug auf mich zu. Das ist nicht selbstverständlich. So, ich kann jetzt hier wieder klicken, aber ich kann zum Beispiel jetzt nicht M klicken. Ich kann ja M machen, wie ich möchte. Da passiert nicht viel. Können wir nochmal gucken, hier gibt es so andere Leaderboards, die durchaus interessant sind. Um zu sehen, was andere hinbekommen haben. Friends, ist überraschend, dass es nicht wirklich viele Spieler oder Leute allgemein besitzen. Und allgemeine Sets. Ja, okay. Ich denke, wir machen einfach mal lustig weiter. Und das Schöne ist, wenn man wirklich einfach Restart sagt,
dann geht's auch einfach so los. Da muss man nicht erst das Ding wieder aufheben. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was ist das Zeug zum Beispiel? Ich habe das gerade aufgesammelt. Ich weiß nicht, ob man das schon vorher auch konnte. Ob ich das bisher einfach ignoriert habe. I don't know. Aber es scheint auf jeden Fall gar nicht mal so falsch zu sein, sehr aggressiv vorgehen zu müssen. Einfach irgendwie versuchen, vor denen wegzulaufen oder ähnliches, ist etwas, was man vielleicht nicht machen sollte. So, jetzt wäre es vielleicht noch ganz schön. Wow, hi, hinter mir. Okay, das Vieh sieht leicht... Oh boy. Das sah auch aus, als würde das ein stärkeres Vieh sein. Nope, hier geht mal alle gepflegt weg von... Also, ja, das ist ein Spiel, wo man wirklich einige tausend Versuche rein investieren darf, bevor es auch nur ansatzweise gescheit losgeht. Es ist auch nicht wirklich einfach, immer diesen roten Punkt zu finden, weil die sind logischerweise nicht immer sofort offensichtlich zu sehen. Wäre dumm, wenn man wirklich diesen Schwachpunkt ganz, ganz offensichtlich setzen würde. Weil die Dinger drehen sich immerhin scheinbar so ein bisschen, also es ist nicht unmöglich. Aber trotzdem sind hier zum Beispiel schon so viele Gegner auf einen Punkt. Uiuiui. Also, das Übel ist natürlich, man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf die Augen haben oder einfach logischerweise wissen, von wo die Gegner kommen. Ansonsten, es wäre vielleicht ganz schön, wenn ich dann doch irgendwann mal, genau. Oh, das Vieh habe ich zum Beispiel besiegt, glaube ich. Holy moly. Das ist gar nicht mal so einfach, weil man muss logischerweise das ganze Zeug, das gespawnt wird, zerstören. Muss aber auch immer auf die neuen Spawner aufpassen. Immer so ein bisschen auf die zielen, um die dann hoffentlich zu zerstören. Und muss logischerweise stets in... Oh, holy shit. Das sind so verdammt viele. Ja. Aber jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Messer, das wir sehen können. Hm. Das ist jetzt interessant. Ansonsten, man kann hier scheinbar auf andere Leute auch klicken. Und sehen, wie die sich angestellt haben. Das ist ein bisschen die Frage. Oh, ich kann mir jetzt von so anderen Leute deren Versuche angucken. Ah, so funktioniert das Ganze. Das ist natürlich durchaus cool. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt ganz bewusst immer so ein bisschen abwechselnd. Gehen einfach mal hin, machen ein Replay, ein Spiel, ein Replay, einfach um so ein bisschen... Ist die Frage, ob man vielleicht nicht irgendwann tatsächlich mal ein bisschen mit der Pumpgun mehr arbeiten sollte. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mit dem Dauerfeuer irgendwie besser gearbeitet habe. Aber zugeben habe ich auch die Pumpgun jetzt noch nicht so allzu häufig genutzt. Klar wäre sie hilfreich gegen die ganzen Viecher, aber die sind meistens eh alle hinter einem her. Und da finde ich es dann halt... Oh, konnte das Ding vom Boden abgeprallt werden? Ich meine, das ist nicht so wichtig, aber doch durchaus interessant. So, die Viecher sind interessant, weil die bisher äumeln die nur da draußen rum, diese großen... Spinadi, da hat er zum Beispiel was geschossen. Okay, also der spawnt scheinbar auch irgendwas. Und das ist vermutlich der Witz. Es gibt scheinbar immer irgendwelche Gegner, die... Holy shit, dass er da mitten durch die Menge laufen konnte, ohne irgendwie in Probleme zu geraten. War riskant. Ansonsten hier, da ist jetzt rechts so ein ganz neues Vieh gewesen. Also Tentakeln in der Luft. Also das... Nee, ist das was Gleiches? Ist das was anderes? I don't know. Logischerweise werden wir nachher nochmal gucken, wie die richtig Guten das Ganze gespielt haben. Um einfach zu sehen, wie lange das ernsthaft überleben können. So. Ich weiß immer wirklich noch nicht, was rechte Maus das tut. Denn ich drücke die... halte die Taste zum Beispiel gedrückt oder drücke sie einzeln und das tut eher weniger. Okay, also gegen die Viecher geht das dann doch vielleicht scheinbar in Ordnung. Einfach weil die ja relativ... geschwind sind. Was ist das hier? Einfach nur Zeug, das weggeht. Okay. Da zum Beispiel, das war interessant, dass der wirklich einfach nur irgendwo hingeflogen ist. Es wirkte so wie bei dem Replay, was wir gesehen hatten, dass... Wow! Also das ist wirklich nicht einfach. Man kriegt nämlich nicht mit, wann neue spawnen. Man weiß, dass sie logischerweise spawnen, aber halt nicht irgendwie durch einen Sound. Hey, ich bin jetzt hier oder ähnliches. Man muss einfach davon ausgehen. Eieiei, hier, das ist das Fiese. Die scheinen wir immer erstmal so ein bisschen komisch zu spawnen. Also hier, der fliegt die ganze Zeit gar nicht in meine Richtung. Der hat irgendwie andere Sachen vor, was das Ganze leicht merkwürdig macht. Aber das scheint eine clevere Taktik zu sein. Oh boy, ist die Frage, ob das irgendwas zu sagen hat. Ich probiere einfach mal. Ja, tatsächlich, man kann so schießen, um die dann auch so zu treffen. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumme Taktik.
Weiß nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich mehr Leute so treffen kann. Genau. Keine Ahnung, ist täuscht vermutlich, aber... Es wirkte zumindest auf den ersten Blick gar nicht mal dumm. Ich weiß immer noch nicht, was die anderen Viecher da machen. Die fliegen so ein bisschen lustig durch die Gegend. Gelegentlich folgt dir davon mal einer. Eieiei. Aber manchmal fliegen die auch einfach nur doof durch die Gegend rum. Und haben ihren Spaß dabei. Oh boy, oh boy. Go away. Ja, und hier sind dann jetzt diese Viecher, die bisher noch nichts gemacht haben. Ansonsten sieht man hier auch zum Beispiel, hier sind glaube ich jetzt schon welche, die 2 Kristalle haben. Also es ist wirklich nicht einfach mit nur einem HP ernsthaft was hinzubekommen. Ich gehe mal davon aus, dass wirklich diese 70 da oben einfach sagen, dass man, dass das der Highscore ist. Das ist ganz simpel, weil es wurde immer höher von der Zahl. Das Gute ist, dass diese Viecher mit ihren Explosionen nicht einem irgendwie schaden. Das wäre ganz schick, wenn wir trotzdem es gebacken kriegen würden, diese kaputt zu kriegen. Dankeschön. Also, das ist ein Spiel, wo man A, natürlich Können haben muss. Und das ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit bei Videospielen. Und so kann man sich da so gewisse Arten und Weisen durchmogeln. Holy shit, diese Rammböcke werden fies, weil die einen für eine gewisse Zeit ignorieren und dann erst anfangen. Dann kann es dazu führen, dass man die einfach unterschätzt oder ähnliches. Ist die Frage, ob man sich bei denen irgendwie anders anstellen kann. Ob man zum Beispiel bei diesen Spawn Towers, wenn man weit genug weg ist, ob man da irgendwelche Vorteile hat. Ob die spawnen auch so, okay. Weil es sah einfach nur so aus, als hätte der super lang gebraucht, aber das war einfach nur wegen des Cooldowns an und für sich. Okay, also, was ich merke, was man definitiv nicht machen sollte, ist auf der Stelle versuchen, so eine Drehung hinzulegen. Das endet nur bösartig. Was auch bösartig endet, ist, wenn man... Hey, neue Highscore, immerhin. Aber, holy moly. Oh, diese Viecher, hey, die spawnen. Okay, also das Vieh kann dann tatsächlich auch was machen. Ich muss mich irgendwie darum kümmern. Also, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, weil man um die Gegner sich kümmern muss, die einen jagen. Aber gleichzeitig muss man halt auch die Spawner zerlegen. Aber ich muss echt zugeben, dass es Spaß macht. Es ist eine Sache, wo es durchaus in Ordnung ist, dass man jedes Mal wieder drauf geht. Aber das liegt vermutlich auch noch so ein bisschen daran, dass ich noch am Anfang bin. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht etwas nervender wird, wenn man halt vielleicht dann doch ein Ticken besser geworden ist. Und dann trotzdem vielleicht immer wieder, obwohl, naja, ich weiß nicht. Vielleicht klingt das einfach nur so die falsche Einschätzung. Das könnte man ja theoretisch zu jedem Spiel sagen, hey, Spelunky ist richtig cool, aber irgendwie schaffen wir es dann doch immer ab und zu mal wieder in den Mines zu sterben. Und ich finde es auch nicht tragisch. Also, ich gehe mal davon aus, dass Leute, die wirklich besser sind in dem Spiel, dass die nicht irgendwie in Probleme geraten oder es nervig finden, wenn sie am Anfang drauf gehen. Okay, du Drecksvieh. Er hat es wirklich scheinbar so geschafft, sich zu drehen. Das ist immer fies. Man denkt, man hätte das jetzt alles so richtig gemacht. Und auf einmal kommt dann halt von der Seite so ein Vieh angeflogen. Und... Oh, also die Shotgun ist doch richtig, richtig clever. Man muss nur sie auch rechtzeitig und gescheit einsetzen. Okay, ihr Drecksviecher. Ja, also... Das Ding kann man eigentlich nur empfehlen. Man muss eigentlich nur darauf hoffen, dass die nicht zu sehr auseinanderhüpfen. Schon wieder. Also, das ist zum Teil echt bösartig. Man zerstört einen und in der Zwischenzeit sind gefühlt schon 2 neue Spawner gespawnt, die man dann erstmal wieder stoppen muss. Aber das zum Beispiel läuft jetzt ganz gut. Ich habe die ganzen... Oh boy. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Ich würde schon sagen, hey, ich habe es geschafft, endlich nur die Spinne auf dem Screen zu haben. Nope. I didn't. Ei. Okay, schnell weg damit. Oh boy. Okay, also, das ist auch die Frage, wie schnell die Viecher sind, ob man theoretisch vor denen so wegrennen könnte, aber ich gehe davon aus, dass die einen irgendwann kriegen, wenn man sie zu lange ignoriert. Weil das war die Sache, oh, guck mal, da ist genau einer vor mir, dann sollte ich den vielleicht mal schnell machen. Nope, das ging nicht gut. Okay. Ansonsten Grafikstil. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das nicht wirklich schick finden. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mich das nicht stört. Ich finde es sogar relativ passend, gerade weil es halt so ein bisschen creepy sein soll, dass es halt gerade diesen Grafikstil hat. Goddammit, geht alle drauf.
Sonst nicht, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Frame-Einbrüche, was interessant ist. Das Spiel lief die ganze Zeit richtig gut mit... Ah, jetzt hat es sich aus, wie das ein bisschen gefangen. Also kann natürlich auch immer so ein bisschen an der Aufnahme liegen. Aber angenehm ist natürlich anders. Okay, also ich höre Viecher, aber ich sehe sie gerade jetzt nicht so hundertprozentig. Achso, das sind diese kleinen Mistviecher hier. Okay, aber... das ist das Schlimme. Wenn man sich zu sehr auf eine Sache konzentriert, man muss immer in Bewegung bleiben. Man muss immer damit rechnen, dass irgendwo was Neues gespawnt ist. Wenn man das macht... dann sieht das Ganze schon einen Ticken besser aus. Oder man könnte einen Ticken besser sein. Das war jetzt zum Beispiel hier gerade mein Problem. Zum Beispiel den allerersten, da muss man, denke ich, gar nicht erst versuchen, auf diese Sachen zu schießen. Einfach weil die hinter einem sich immer befinden. Genau. Entsprechend lieber hier immer auf die konzentrieren als allererstes. Oh, das Ding ist trotzdem draufgegangen, glaube ich. Ja. Ja, schön. Ich würde aber ganz gerne noch wenigstens einen neuen Rekord aufstellen, wenn es geht. Aber ich krieg's zum Beispiel jetzt hier nicht gebacken, die kaputt zu kriegen. Und ich habe Angst vor den Mistviechern, dass die mir jetzt hier entgegenkommen, während ich mich um die anderen Sachen kümmere. Ansonsten ist wirklich fies, ja. Ansonsten, was... hier zum Beispiel so ein bisschen das Problem war, ich hatte diese Masse vor mir gehabt und ich hatte einzeln gedrückt gehabt, aber scheinbar habe ich zu schnell einzeln gedrückt, dass er trotzdem weiterhin die Schnellfeuerwaffe genutzt hatte. Das war nicht 100% angenehm, aber weil man so das Gefühl hatte, dass es halt ungewollt länger gedauert hat. Und ich dachte, der ist genau vor mir gespawnt. Ansonsten, ebenfalls ist irgendwas mit dem Licht die Sache. Ich habe das Gefühl, dass das Licht immer größer wird nach einer gewissen Zeit. Goddammit. Also, hier ist wirklich ab und zu, dass man gefühlt auf sie schießt und sie trotzdem nicht draufgehen. Ja, und da ist jetzt zum Beispiel hier schon wieder die Situation, wo ich das Gefühl habe, dass ich schon so ein bisschen geschissen habe. Einfach, oh, geht jetzt gerade wieder so ein bisschen. Also, ich muss ganz echt zugeben, dass mir die Shotgun fast besser gefällt, weil man gefühlt bei Weitem mehr damit anstellen kann. Aber halt auch nur gefühlt. Okay, also, ich denke, man kann sehen, dass ich da drin auch richtig schlecht bin. Aber ich finde es cool. Es ist so ein Spiel, was man definitiv immer hier so nebenbei ein bisschen spielen kann, wenn man so ein paar Minuten Zeit hat. Okay. Are you ready? 84.000 gegen... Holy shit, das sind 8 Millionen, ne? Okay. Gucken wir uns an, was der angerichtet hat. Und dann kommen wir zum Ende dieses Vorstellungsvideos. Ach nee, halt. Falsch. Hier hin. Oh boy, da musste extremst lange laden für... Ach ja. Oh. Ich hab vollkommen nicht... What? Das ist zum Beispiel sehr interessant zu beobachten. Der zerstört die ganz bewusst nicht. What the... Warum zerstört er die wiederum nicht? Also hier sieht man zum Beispiel schon so ein paar durchaus interessante Ideen. Warum zerstört er die Viecher nicht? Bedeutet das einfach nur mehr Probleme? Und vor allem, er wusste auch wirklich ganz genau, jetzt hat er einen zerstört davon. What the fuck? How? Also das missfällt mir jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn, okay, er weiß scheinbar, was er machen muss, aber es ist nicht offensichtlich, dass er... Upgrade bekommen hat? Wie kriegt man dieses Upgrade? Ich meine, ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr wieder sagen, ich glaube, jetzt hat er wieder die normale Waffe, aber er hat für kurzzeitig gefühlt die... Das Interessante ist zu sehen, dass die so irgendwie überhaupt nicht sich anders verhalten. Wenn ich immer so gekämpft habe, hatte ich immer das Problem, dass die... Oh, holy shit, der läuft einfach mittendurch. Ich hatte auf jeden Fall immer das Problem gehabt, dass die gefühlt von jeder Ecke nach einem gewissen Punkt kommen. Und hier folgen die dem alle einfach nur lustig. Also entweder macht er was clever. Ich meine, zum Beispiel sieht man, dass er zum Beispiel nur im Kreis läuft, was in der Hinsicht keine dumme Idee ist, weil ihm logischerweise die Viecher dann irgendwann alle so folgen würden. Aber er hat kurzzeitig eben nicht so reagiert und trotzdem waren die alle hinter ihm. Also ich gehe mal davon aus, dass wirklich man die Punkte durch das Zerstören... von den Kristallen und logischerweise von den Gegnern bekommt. Holy fucking shit, was war das denn für ein Vieh? Oh boy. Das Beängstigende ist, dass der... Guck mal, wie nah der neben dem ist. Und dem
Ja, also das weiß ich zum Beispiel nicht. Wie kriegt er diese Fähigkeit? Ich habe alles mit Tab an. Wir haben die mehrmals durchgegangen. Wir haben nur drei Sachen, die man sehen kann. Oder zwei in der Hinsicht. Was muss man machen dafür? Da muss ich gleich nochmal in den Controls gucken, ob da irgendwas dabei ist, was ich bisher nicht gesehen habe. Zum Beispiel hier ist super beängstigend, wie viel Zeit der sich lassen kann. Also die Hand zeigt definitiv an, dass er jetzt irgendeinen Power-Up bekommen hat. Und ich weiß nicht wie. Aber so viele Tasten gab es nicht. Es gab Springen, es gab linke und rechte Maustaste. Rechte Maustaste hat bei mir nie funktioniert. Also holy shit, das wird scheinbar noch so ein bisschen dauern. Denn bei 1,7 und 8, irgendwas war das bei ihm. Euch an, wie viel Zeit er sich lassen kann. Also, keine Ahnung, so, wenn man ihm zuguckt, man merkt zwar so Skill, aber man könnte auch denken, dass es alles auf easy gespielt wird. Weil die Gegner spawnen nicht, spawnen ganz niedlich in den meisten Fällen, man kriegt irgendwelche Power-Ups, die man selber nicht bekommen durfte. Also da persönlich fehlt mir entweder halt noch der Kontext, oder einfach allgemein die Hilfe dafür, was man machen muss, um hier diese Powerhand zu bekommen oder was auch immer es darstellen möge. Ja, das macht er gut. Er hat die Sache super unter Kontrolle. Jetzt hier, die Spidens. Auch interessant. Da hat er denen gerade Schaden angerichtet, obwohl die roten Flecke nicht zu sehen waren. Aber er zielt auf die roten Sachen. Also entweder war die wirklich nur so für so eine ganz kleine Hitbox noch da. Und dementsprechend sind die aufgeleuchtet. Holy shit, die sind so nah an dem dran. Und das ist so zum Teil egal. Oh, hier hat man so einen richtig großen Spawner. Ja, also es ist wirklich beeindruckend. Holy shit. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht zu häufig die gleichen Viecher verwenden. Weil der Witz ist, bei denen ist jetzt, dass wir zwei davon oder drei oder 17 davon gespawnt haben. Also es scheint auch der Fall zu sein, dass es so ein bisschen mit der Anzahl von... Aber die Hand ist zum Beispiel jetzt noch anders. Also hat sich nochmal verändert. Der läuft da mitten durch. Das ist so eine Sache, die man einfach wissen muss. Da muss man scheinbar auch wissen, oh ja, man kann da durchlaufen. Und da ist irgendein Vieh einfach so offscreen, dass man wirklich wissen muss, dass der existiert. Wenn man so viel mit anderen Sachen zu tun hätte, okay, jetzt sieht man ihn zum Beispiel ein kleines bisschen besser. Aber dadurch, dass er so sehr, sehr dunkelgrün ist. Okay, also das zum Beispiel ist, es sieht schwer aus, aber so wie er es spielt, wirkt das eher einfach. Obwohl so viel Zeug auf dem Screen ist. Holy shit, da sind so richtig große Skulls jetzt auch schon dabei. Okay, also der hat jetzt den dicken Spawner zerstört. Also ich fand es wirklich interessant zu beobachten, dass er am Anfang ganz bewusst diese Spawner ignoriert hat. Und da frage ich mich, wieso? Was da die Logik hinter ist, weil, mit jedem Spawner können halt neue Sachen gespawnt werden. Und er hat da auch nicht irgendeinen Vorteil bekommen, wo man sagen könnte, hey, wenn er die Spawner nicht zerstört, kann er sich auf was anderes wiederum konzentrieren. Es waren im Endeffekt nur diese Spawner, irgendwann kommt dann diese eine Spinne. Also ich wäre davon ausgegangen, so nah wie er an dem Vieh dran ist, dass er davon getroffen werden würde. So wie er da durchläuft. Holy what? Okay, also da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass ich tot wäre. So wie das auf einmal rot geleuchtet hatte. Wir sind bei 3,6 Grad mal. Holy shit. Also, ich finde es wirklich interessant zu sehen, dass es scheinbar so gewisse Upgrades gibt, aber... Persönlich fehlt mir da halt so die Information, was muss man machen, um diese Upgrade zu bekommen. Muss man einfach nur diese roten Sachen sammeln? Wenn man die roten Sachen gesammelt hat, muss man dann irgendwas dafür machen? Bekommt man das automatisch? Weil zum Beispiel hier, die Hand hat sich seitdem nicht mehr verändert. Das ist nicht so eine Sache, die man aktivieren muss oder nur für eine gewisse Zeit haben kann. Das ist einfach ein Upgrade. Zum Beispiel da ist der einfach so in diese Hand reingerannt. Da hätte ich auch erwartet, dass es ihn umnietet. Also, da ist immer noch nicht so hundertprozentig... offensichtlich, was einem Schaden macht und was nicht. Da muss man einfach lernen, scheinbar. Denn, klar, wenn die Köpfe in einen reinfliegen, okay, dann ist Ende. Da gibt es nicht viel zu sagen, aber so häufig wie er diese fliegenden Viecher hier jetzt
gefühlt gestreichelt hatte und nicht darauf gegangen ist, hier zum Beispiel, da ist er unter die Sachen einfach durchgelaufen und kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht ihn getroffen hätte. Oder berührt in dem Fall. Also es ist wirklich interessant zu sehen. Da gibt es so ein paar Sachen, die meines Erachtens nicht einfach so offensichtlich sind. Denn hätte ich die Sache gehabt, ich wäre sowas versucht, von dem Ding wegzulaufen. Hätte nicht versucht, unter ihm durchzulaufen. Auch wenn das logischerweise, wenn man sich das so anguckt, eine sehr clevere Strategie ist. Also das ist meines Erachtens so ein Spiel, wo entweder bist du richtig gut und dann ist irgendwann in der Kategorie wie der Kollege. Oder du bist einer von denen, die vielleicht so ein bisschen gut werden. Oder überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt ein Spiel ist, wo man sagt, oh ja, ich werde immer und immer besser. Ich denke, irgendwann wird man da seine Grenze finden. Ja, zum Beispiel der Typ, wie lange der hier jetzt schon spielen darf. Und keine Ahnung, er fühlt sich nicht an, als wäre er irgendwie in Panik. Der läuft vor den Sachen weg, guckt den Sachen gar nicht mal großartig hinterher. Und macht die Aufgabe einfach. Ich meine, ich vermute, wenn man gegen diese Viecher hier häufig genug gekämpft hat, dann wird man das unten drunter laufen einfach ohne Probleme hinbekommen, aber er wirkt jetzt nicht, als wäre er hektisch. Und die Waffe macht auch mittlerweile sehr interessante Geräusche. Okay, da geht es im Endeffekt nämlich ihm nur darum, die Spawns so schnell zu zerstören. Holy shit, der hat wirklich die Arena mehr oder weniger freigeräumt. Scary. Wirklich scary. Ich meine, ja, ich könnte theoretisch hingehen und das Ganze noch so ein bisschen beschleunigen. Aber ich bin mal so ganz kurz so frei, einfach um zu sehen, wie das Ganze abläuft. Und lasse das in normaler Geschwindigkeit. Okay, da ist zum Beispiel die Spinne jetzt umgekippt. Also, scheinbar gibt es bisher Totenköpfe, Skeletons und unterschiedliche Arten von Spinnen. Und die Dinger hier. Da ist so ein bisschen die Frage, wie viel da in der Zukunft tatsächlich noch auf einen zukommt. Gibt es da theoretisch noch weitere Monster, die zum Beispiel niemand bisher gesehen hat? Das wäre zum Beispiel auch meines Erachtens durchaus interessant, wenn da irgendwelche großen Bossgegner warten, die man erst, keine Ahnung, ab 10,0 kriegen könnte. Und die haben es mit 8,8 erst geschafft und dementsprechend hat die bisher noch keiner sehen dürfen. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass das dann so der Fall... Oh hi, du bist ja ganz schön hell jetzt. Also, ich denke, dass es wirklich beeindruckend ist, ihm zuzugucken. Hier zum Beispiel, hier auch die Situation. Der konzentriert sich sowas von auf dieses Vieh und alles andere konnte er einfach ignorieren. Also, ich gehe mal davon aus, ein bisschen aus, dass da so eine gewisse Reihenfolge dahinter ist. Dass man wirklich sagen kann, hey, ich weiß jetzt, wenn das Vieh gespawnt ist, spawnen ganz bewusst nicht diese Spawner, die dann die ganzen Totenköpfe rauslassen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig müsste man dann auch wiederum fragen, ob man sowas ernsthaft lernen kann. Einfach weil so viel Hektik, so viel Tralala... Oh ja, hier zum Beispiel. Da war beeindruckend. Also ich wäre da vermutlich draufgegangen, einfach weil von beiden Ecken was gekommen wäre. Ich hätte mich aber für die falsche Ecke entschieden und dann wäre Ende im Gelände gewesen. Ja, ist wirklich... Auch hier ist wieder interessant zu beobachten, wie er so viele unterschiedliche Sachen hat, die ihm theoretisch Probleme bereiten könnten und er genau weiß, wann er was machen kann, beziehungsweise muss. Und hier wirkt er jetzt zum ersten Mal so ein bisschen einfach schießen. Aber hat funktioniert. Ja, ist beängstigend, weil man, wenn man nicht auf die Score achtet, denkt man jetzt ab und zu mal hier, oh, jetzt könnte es bald enden. Nope. Nope, nope, nope. Die dicken Spawner wieder, diese komischen Skull-Spiders. Farbige Skull-Spiders. Ich weiß gar nicht, ob man von denen schon mal gesehen hat, was die überhaupt machen, weil die gehen in den meisten Fällen einfach drauf. Das ist so beeindruckend. Die Arena ist nicht wirklich groß und ihr schafft da mehrere Spinnen aus dem Hintergrund, mehrere Spawner, mehrere von diesen komischen Dingern, was auch immer sie sein mögen, die aus dem Boden daraus wachsen, mehrere von diesen komischen Skelettschlangen oder was auch immer es sein möge. Alles auf einem Platz und der kriegt das trotzdem gebacken, ohne auch nur einmal davon getroffen zu werden. Und ich schaff's nicht, halt diesen kleinen Totenköpfe vom Anfang an auszuweichen. Beeindruckend. Also, ich persönlich hätte ganz gerne natürlich gewusst, wie man diese Hand zum Beispiel bekommt oder allgemein upgradet. Ob man da wirklich einfach nur das rote Zeug sammeln muss. Ob man rotes Zeug sammeln muss und irgendwas drücken muss. Oder ob das sogar
so Milestone-ähnlich ist, dass es wirklich so eine Art Roguelike ist, wo man halt nach und nach Upgrades bekommt, was ich persönlich immer nicht wirklich schön finde, weil man dann automatisch besser wird, wenn man einfach nur mehr gespielt hat. Und das in meinen Sachen nimmt dann so ein bisschen den Punkt von dem Skill-Aspekt weg. Wenn man einfach sagt, okay, ich spiele einfach so lange, bis ich einfach das Beste habe. Und dann wird das Spiel einfach. Ich meine, das ist hier vermutlich mal nicht der Fall, aber es gibt hier und da so ein paar Roguelikes, die gerne so agieren. Und davon bin ich eigentlich weniger der Fan. Obwohl man natürlich auch gleichzeitig wiederum sagen könnte, dass es schon nervig sein kann, wenn man gefühlt immer richtig schwach startet. Zum Beispiel so Binding of Isaac. Finde ich persönlich zwar nicht schlimm, aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ist es doof, immer wieder nur mit den einfachen Tränen zu starten. Warum kann ich nicht gleich mit so wenigstens ein oder zwei Upgrades relativ schnell starten, um so ein bisschen halt die Itemvielfalt zu sehen. Holy moly, sind hier viele Sachen. Ja, also man muss wirklich einfach wissen, dass man vermutlich genau in dem Center, wo die roten Kristalle dranhängen, wenn man davon getroffen wird, ist Ende, aber nicht, wenn man von den Beinchen links und rechts, ja. Ne, der ist da zum Beispiel, ist das Ding draufgegangen? Der ist einfach durchgelaufen. Vielleicht geht es, wenn das Ding komplett rot ist. Okay, also ich denke, wir kommen jetzt so langsam hier zum Ende, aber mittlerweile müsste ich schon fast sagen, der hätte vermutlich einfach weitermachen können. Ich hätte euch nicht sagen können, dass er jetzt hier gleich drauf gehen wird. Ich meine, viel ist es jetzt wirklich nicht mehr, aber holy shit. Okay, jetzt hat er scheinbar irgendwelche Gegner bekommen, die schießen können. Zumindest sah es so aus, als wäre da so ein komischer weißer Kristall geschossen worden oder ähnliches. Holy shit, was ist das Ding in der Mitte da gerade? Das sah so aus, als wäre da irgendwas richtig Dickes gespawnt, aber das scheint getäuscht zu haben. Ich will wirklich wissen, an was der drauf geht. Oh, der wäre da fast an einem verdammten Skull draufgegangen. Oh, der ist in das Ding reingesprungen. Aber wie man sieht, der hat so einen großen Vorsprung. Der nächste ist bei 7,6 und der ist bei 8,4. Holy shit. Also, ich hoffe, dass man... Also ich denke, das Replay-System ist cool und ich hoffe, man hat auch gleichzeitig damit sehen können, wie weit man damit ernsthaft gehen kann. Holy moly. Also, wer diese Art von Spiele mag, den denke ich, kann man das nur ans Herz legen. Das Spiel ist bei Steam relativ günstig und wie gesagt aktuell auch im Humble Bundle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.